Hallo meine Mäuschen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin die Tanja. So, es war ja die Glossybox Oster-Sale. Da konnten wir ja verschiedene Boxen kaufen für 8 Euro. Ich habe zwei Boxen habe ich geholt. Ich habe die französische und die Männerbox habe ich, glaube ich, bestellt. Ich habe die noch zu. Die sind heute gekommen. Die ist ziemlich schwer und die ist ziemlich leicht. Ich denke mal, wir fangen einfach mal an und hören auf zu schnacken. Ja, wir hören auf zu schnacken und fangen einfach mal an. Und schauen uns an, was wir da so ergattert haben. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich die gleiche französische Box wie letzte Mal hatte. Wie gesagt, wir fangen einfach mal an. So, wir fangen mit der leichten an, mit der leichten Box, ja. So, 8 Euro hat eine Box gekostet, waren immer Einzelboxen, ne, die man diesmal im Osterzähl kaufen konnte. Dann gab es Männerbox, gab es, dann die normale Glossybox der letzten 4 Monate und die französische Box. So, schauen wir mal. Aber die habe ich gar nicht bestellt. Die habe ich gar nicht bestellt. Wenn das jetzt eine deutsche Box ist, dann schicke ich die zurück. Soll ich euch zeigen, was ich da habe? Wirklich. Ich gucke jetzt guck da rein. Und wenn das die deutsche Box ist, wenn das die deutsche Box ist, ich habe nämlich eine französische Box bestellt, dann schicke ich die wieder zurück. So. Okay, könnte sein, dass das die französische Box ist. Könnte sein, weil das, glaube ich, auf Französisch ist, der Gutschein. Dann bin ich ja mal gespannt. Jo. Okay, so sieht der Blick aus. Ist wirklich leicht, ob da nichts drin ist. Ja. Ich tue mit dem Kartonchen hier runter. Ich verklebe die aufgerissen. Okay. Ja. Okay. Ich habe hier eine Augenmaske drin, die kenne ich noch nicht. Die habe ich auch nicht. Die habe ich noch nicht gehabt. Eine Augenmaske, Augenpads. Wanda, von Wanda. Wanda Beauty. Gold Eye Maskers. Eye Mask. Okay. Ja, wie gesagt, das Produkt kenne ich noch nicht. Ich hatte zwar auch schon mal goldene Augenmaske. Augenmasken. Die fand ich ganz gut. Habe ich auch schon ausprobiert. Ich glaube, im letzten Aufgebrauch-Video habe ich euch das gezeigt. Ne? Wie gesagt, hier ist auch kein Kärtchen drin, was jetzt die Produkte so kosten. Ist nicht drin. Okay, ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall diese Augenmasken. Dann haben wir ein Produkt. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich glaube, ich habe das auch noch nicht, obwohl ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Ist eine AHA-Creme. AHA, RNA, AHA3 plus RNA, RNA-Creme. Ich glaube, war das nicht in der Männerbox drin, ne? In der letzten Männerbox? Ich glaube schon, ne? Was so teuer war, 64 Euro oder so. Bin mir nicht sicher. Könnte sein. Ich weiß nicht. Ich werde euch das Video mal verlinken. Falls das so gewesen ist. Ja. Ein Augenserum, ja. Ich meine, das war gewesen. Ja, ich glaube schon. Ja. Haben wir drin, ne? Wie gesagt, hier ist kein Flyer bei. Den haben wir. Den habe ich schon. Für Nüde Sticks. Nüde Sticks kann ich nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine.
Den lasse ich jetzt mal zu. Den habe ich nämlich hier. Den habe ich nämlich in Beige und in Rot. Ja, den habe ich nämlich schon. Und der ist das dann der andere, ne? So, ich zeige euch den trotzdem mal eben von meinen. Das ist meiner. So sieht der aus, ne? Ich kann den auch mal zwatschen. So ist der, ne? So, dann haben wir ein Deo drin. Das lasse ich mal zu, ist nämlich nicht mein Produkt. Ich habe davon auch noch welche im Backup, obwohl ich die noch nicht benutzt habe. Ist ein Deo, ist das. Das riecht so nach Zitrone. Ne? Ist ein Deo. Ich mach das mal auf, aber ich werde das nicht zwatschen oder so. Ja, das riecht nach Zitrone. Sieht so aus, festes Deo, ne? Das war auch tierversuchsfrei. War das tierversuchsfrei? Steht jetzt hier nicht drauf. Ist auf jeden Fall vegan. Ist das vegan? Aber ich meine, das war tierversuchsfrei und vegan. So. Und dann haben wir den Nagellack. Hier ist immer Staub drauf. Staub. Den habe ich auch schon. Den werde ich. Der ist nicht schlecht. Wie gesagt, gut ist er ja, ne? Aber den habe ich leider schon. Ja. So, das waren die ersten Produkte für 8 Euro. Ich glaube, der hat sogar 18 Euro gekostet oder so. Um den Dreh, dieser hier. Das war auch so, glaube ich, in den Dreh, ne? Ja. Dieser Lippenstift hier. Und dann ist die Box auch schon echt leer. Dann der Deo. Trocken, dieses festes Deo. Und dann haben wir diese Creme. Ich glaube, das war diese Creme aus der Box, wie gesagt. Aber ich werde euch das Video verlinken, falls das die Creme war. Ne? Und dann diese Augenpads. Ja. So, das war schon mal die erste Box. Das war auf jeden Fall, sollte das eine französische Box gewesen sein. Ja. Okay. Ja, für 8 Euro. Ja. Versandkostenfrei. Okay, ich werde euch die Preise auf jeden Fall reinschreiben und ausrechnen, was die Box jetzt an Wert hat. Wert hatte. Ich habe schon erschrocken und ich habe schon gedacht, wir kriegen jetzt wieder dieses Handdefektionsmittel. Naja. So, machen wir mal mit der zweiten Box weiter. So, die ist ziemlich schwer. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ich glaube, das ist die Box, die ich letztes Mal schon hatte, auch im Sale. Ich hatte im Sale letztes Mal nämlich auch eine Männerbox geholt, aber die habe ich euch gar nicht gefilmt, weil das die gleiche Box war, die wir schon mal hatten, das mit dem Duschgel. Aber wie gesagt, die Box ist jetzt hier zu. Ich habe das Gefühl, dass das die gleiche Box ist. So. Ratsch, ratsch. Ritsche, ratsche. Ja, das ist nämlich die Männerbox. Ja. Ich glaube schon, da ist auch wieder dieses Blasenpflaster drin. Blasenpflaster. Ja. Ich habe es im Gefühl gehabt. Egal, hat ein dreimal die gleiche Box. Safe and Sound Edition ist das. Die Safe and Sound Edition. Und da war komischerweise jetzt ein Flyer drin. Ja. Da ist dieses Cliff. Egal, der Duschgel kann er ja immer gebrauchen. Für 8 Euro. Ich mag aber dieses Blasenpflaster nicht. So, weil wir es nämlich in der Frauenbox auch drin hatten. So, ist immer von Cliff, ne? Dieses Duschgel. Okay. Guck mal eben. Kostet 1,69 Euro. Dann haben wir dieses 8x4, wird er sich gleich drüber freuen. Dritte Mal das gleiche. 2,49 Euro. Dann haben wir diese Lippenbalm. Weiß ich nicht. Ich habe immer noch meinen, der wird gar nicht leer. Wie gesagt, lohnt sich wirklich zu kaufen, muss ich echt sagen. Damit kommt ihr echt lange aus. Der ist so sparsam, ist der. Der ist echt so sparsam, weil da der Bienenwachs mit drin ist. Ne? Wirklich, ihr solltet das mal ausprobieren, wenn ihr eure Lippen pflegen wollt. Damit kommt ihr echt weit. Ne? Kostet 2,99 Euro. Ist das Vanille oder so? Ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist. Keine Ahnung.
So, dann haben wir das Blavin Plastier. Blavin Plastier. Ja. Ist ein teures Produkt, aber ich kann damit leider nichts anfangen. 8,35 Euro. Kann ich leider nichts anfangen mit. Ja. Wie gesagt, ein Blasenpflaster, ne? Und dann haben wir dann genau, Styling. Das war Prime und Style. Meiner hat leider keine Haare mehr auf dem Kopf. Der hat nur Bart. Ist leider Bartträger, aber keine Haare auf dem Kopf. Ich weiß nicht. Ich glaube, damit kann er nicht viel anfangen. Das kostet, ich meine, das war 7,50 Euro. Ich meine, das war so 7,50 Euro war das gewesen. Ein Styling-Produkt, ja. Und dann haben wir hier für die Augen, davon habe ich jetzt auch mittlerweile schon drei. Also Frauen könnten das vielleicht auch benutzen, aber wir haben ja auch so viel, ne? Anti-Aging-Produkt für die Augen, Augenserum. Für beide. Ich würde sagen, für beide ist das, ne? Ja, das war 14,95 Euro. Aber wie gesagt, ich habe ja noch so viel offen. Das kann man ja gar nicht alles immer sofort probieren, ne? Von Admiral auf jeden Fall. Ja, 8 Euro kann man nicht falsch machen. Aber ich habe nur gehofft, ich kriege mal eine andere Männerbox. Aber okay, kann er gebrauchen. Und ja, ich werde ihm das gleich rüberreichen. Ich kann euch leider das Gesicht nicht filmen. Aber wie gesagt, ja. Jetzt sind wir auch schon wieder durch, die Box ist leer. Ja, warum nicht? Ich hab jetzt 16 Euro für beide Boxen bezahlt. Ich habe nichts falsch gemacht, ne, wenn man so überlegt. Wie gesagt, ich werde euch die Preise, ich werde gucken, dass ich die Preise von dem anderen auch raussuche und werde euch die einblenden. Die Preise werde ich euch auch nochmal einblenden und dann den Gesamtpreis. Und dann, ja, wissen wir, was wir gespart haben. So, meine Lieben, wir sind jetzt durch. Wie gesagt, ja, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr die Videos nicht verpassen möchtet, dann lasst doch, dann aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und da war noch was. Ich sag jetzt mal Tschüssi. Ich weiß schon, vielleicht findet ihr jetzt schon wieder das Ende nicht. Wie gesagt, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, bye, adios, adieu, hasta la vista, ciao, ciao.